Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Raft hier auf Dalbert TV. So, ihr seht schon, ich bin schon wieder auf dem Rückweg zu dieser Kuppel hier, die da oben runtergefallen ist. Und zwar ist mir beim Schneiden der letzten Videos aufgefallen, dass ich da eine Kleinigkeit übersehen habe. Der ein oder andere von euch hat es wahrscheinlich schon bemerkt. Ich habe die Kommis noch nicht gelesen von der letzten Folge, dafür bin ich jetzt noch ein bisschen zu früh dran gewesen. Aber es ist tatsächlich so, dass hier noch ein NPC drin ist, den ich nicht eingesammelt habe. Ich habe ihn zwar fast angeguckt, aber nicht wahrgenommen. Und das wollen wir natürlich jetzt mal auf die Schnelle korrigieren. So, dann gehen wir mal einmal schnell hier rein. Motor aus. Ich schwimme da ein Stück gerade rüber. Scheiß auf Groots. Da kommt da nämlich schon der Sack. Frisst mich sowieso nicht. So, und dann wollen wir hier einmal die Leiter hoch. Zack. Sollte auch relativ zügig gehen. Die gute Frau sitzt nämlich direkt hier vorne. Da ist sie. Oh, you there! Get me out of this thing! Oh, thanks. Next time I would appreciate a heads up before launching. I tried to leave when the first shots were fired. Tangaroa was doomed from the start. If you get me a ride out of here, I can offer you entrepreneurial consulting. Plus, I did some sailing in my youth, won a few championships. I'll be useful. Wonderful. You can count on me. Cool, wir haben einen neuen spielbaren Charakter. Elaine. Und weg ist sie wieder. Gut, das war's. Mehr wollte ich gar nicht. Einmal schnell noch die Dame eingesammelt, dass wir die auch haben. Wäre ja blöd, wenn wir dann irgendwie die Sachen nicht freigespielt haben. So, dann geht's weiter. Kurs hatte ich eigentlich alles schon eingestellt. Dummerweise. Anker noch hoch. Musste ich jetzt nochmal zurückfahren. Ich werde aber diesmal andersrum um die Kuppel rum düsen. Gucken wir nochmal. Genau, da müssen wir hin. Hier das Fass nochmal eben mit einsammeln. Und dann fahren wir mal auf dieser Seite an der Kuppel vorbei. Letztes Mal bin ich da rumgefahren, hat sich ziemlich gezogen. Ich denke, wenn wir jetzt fahren, können wir uns relativ zügig ausrichten, dass das dann passt. Ich lasse uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen tuckern. Windtechnisch ist aktuell noch blöd. Wobei, komm, packen wir auch mal mit raus. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr Speed drauf. Kriegen wir das Fass da noch? Bestimmt. Nehmen wir beide Fässer mal mit. Und dann drehen wir uns auf Kurs. Steht für heute sowieso an. Wir müssen auf jeden Fall nochmal neue Inseln in Angriff nehmen. Und wir müssen, also kleine und große, die normalen Standardinseln. Und ich würde gerne am Fluss noch ein bisschen was verbauen, beziehungsweise umbauen heute. Das war da auch in die Gänge gekommen. Trinken könnte ich mal eben einen Schluck. Genau, trink dich mal richtig schön voll. Und dann kriegst du hier noch einen. So, habe ich jetzt inzwischen beide Fässer eingesackt. Sieht gut aus. So, und jetzt versuchen wir uns mal auszurichten. Mal gucken, ob das schon hinhaut. Ohne, dass wir gegen die Kuppel fahren. Ah, können wir noch ein bisschen schärfer rein, würde ich sagen. Ja, das müsste sogar fast klappen. Noch ein Stück. Perfekt. So, und so lassen wir uns jetzt einfach mal treiben. Ich lasse den Motor jetzt noch an, bis wir an der Kuppel vorbei sind. Windtechnisch sind wir gut dabei. Das sollte also passen. Dann sieht das doch schon mal sehr, sehr gut aus. So, also, was müssen wir machen? Die neuen Rezepte, die wir bekommen haben, haben wir einmal, hier müsste es drin sein, die Kontrollpunkte, für dass wir alle Motoren an einem Ort an- und ausschalten können. Das Ding hätte ich gern hier oben, brauchen wir allerdings 6 Titanbarren für. Ich weiß nicht, wie viele wir aktuell haben. Mal einmal kurz gucken, 4, 5 Stück haben wir aktuell. Okay, weiß nicht, ob ich das von der Priorität her so hoch ansiedeln würde, dass wir das unbedingt brauchen. Gucken wir mal weiter durch, was es noch so Cooles gab. Ich glaube, hier war noch einiges bei, ne? Hier haben wir zum Beispiel das Ladegerät. Das könnten wir bauen. Dann haben wir Wassertank. Kann an Wasserrohre angeschlossen werden. Und ein neues Lager. Braucht auch Titanbarren. Großes Lager. Hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Seilrutschen. Gut, die brauche ich auf dem Fluss jetzt aktuell noch nicht. Ich glaube, ich würde erstmal auf das Ladegerät gehen. Ist das klug? Hier nochmal eben reingucken.
elektrischer Reiniger. Also für diese Wasserkonstruktion brauchen wir nachher eine ganze Menge. Nee, nee. Dann gehen wir jetzt als erstes auf dieses Ladegerät. Da brauchen wir jetzt noch eine Leiterplatte für. Machen wir mal unsere Baukiste auf. Zack, Leiterplatte haben wir. Und jetzt kommt das Ladegerät. Was fehlt? Ach, die Titanbarren hätte ich mal mitnehmen sollen. Nee, ein weiter. Zack. Und jetzt herstellen. Passt. So, füllen wir hier alles wieder auf. Hier auch. Hier auch. Mal gucken, was wir alles wegkriegen können. Den rüber. Und das Ding bauen wir auf. So, dann gucken wir einmal schnell. Hier, guck mal, das Fass nehme ich noch mit. Wenn ich es kriege. Das war nix. Versuchen wir es nochmal. Ne, komm, ist egal. So nötig ist es jetzt auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir sind an der Kuppel vorbei. Wo stellen wir jetzt das gute Ladegerät auf? Was braucht das denn überhaupt? Es hat auf jeden Fall einen Anschluss für irgendwas. Ich glaube, ich stelle es mal hier neben. So rum. Benötigt Biokraftstoff. Okay, dann habe ich da ja schon mal richtig vermutet. Dann brauchen wir nochmal so ein Rohr. Und jetzt kann ich die Motoren noch ausmachen. Und zwar hier in Ruhe segeln. Nochmal so ein Rohr. Zack. Das sieht doch schon mal gut aus. Und da kann ich jetzt leere Batterien draufpacken, wenn ich dann noch welche habe. Mal eben nachschauen. Ich glaube, die hatte doch, hier ist eine. So, und ich glaube, hier war auch noch eine leere Batterie drin. Wie viel kriege ich denn da drauf? Zwei Stück, so wie es aussieht. Geil. Und da werden sie wieder vollgeladen. Kostet Biotreibstoff, ist aber nicht so schlimm. Da haben wir genug von. Hier vielleicht nochmal so ein bisschen Honig nachlegen. So, da können wir dann noch ein paar Köpfe loswerden. Hier haben wir nochmal Biokraftstoff. Okay, ich hatte jetzt gedacht, dass die Punkte sich vielleicht irgendwie erhöhen, aber tun sie scheinbar nicht. Ich hole mal von unten nochmal zwei Bottiche von dem Biokraftstoff. Da haben wir nämlich jetzt auch reichlich von mittlerweile. Zwei Stück, zack. Schmeißen wir oben mal rein. Eins und zwei. Jetzt ist er voll, der Tank. Aber hier tut sich im Moment immer noch nichts, ne? Ach so, die sind dann einfach voll, oder was? So, das heißt, wenn ich jetzt hier... Die Batterie ist, glaube ich, leer gewesen. Jetzt ist sie wieder voll. Sehr coole Nummer. Die Batterie hier hat noch keine. Da ist noch genug Saft drin. Ah, ich sehe gerade. Die waren noch nicht ganz voll. Okay. Gut, dann setze ich die beiden da nochmal drauf. Wahrscheinlich müssen sie grün werden. Die sind ja jetzt eher gelblich. Lassen wir es einfach erstmal laufen. So, dann können wir die Viecher nochmal scheren. Und dann würde ich sagen, pennen wir. Und dann setzen wir uns mal so ein bisschen mit dem Aufbauen auseinander. Drei Lamas, 1 Milliarde Eier. Geh mal zur Seite bitte, Zieger. Haben wir alle? Jo, sieht gut aus. Wäre dann die Frage, geht die Maschine dann einfach aus, wenn die vollgeladen sind? Ich lasse jetzt einfach mal laufen, den Spaß. So, dann schmeißen wir hier jetzt die Scheremaschine wieder rein und dann gehen wir jetzt nochmal runter. Leeren hier nochmal alles aus, soweit es denn geht. Viel war es nicht. Da ging noch ein bisschen was, das ist was zu essen hier. Die Machete möchte ich behalten. Das Rohr könnte ich... Ach, guck mal, hier hätten wir sogar noch eins gehabt. Hätte ich gar nicht bauen müssen. Naja, gut, ist nicht schlimm. Haben wir jetzt einfach gebaut und fertig. Ja, und die restlichen Rohstoffe, sie passen nirgendwo mehr rein. Ich habe alles aufgefüllt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch mal eine neue Rohstoffkiste machen. Die brauchen auch wieder 4 Titanbarren, mein lieber Mann. So, dann würde ich sagen, versuchen wir hier mal ein bisschen Ordnung zu machen.
Blätter. Ohne Ende Blätter hat er. Und Plastik, so. Bolzen sind hier voll, Metall auch. Hier ist noch mehr Plastik und Blätter. Ich glaube gar nicht, dass ich das alles da oben reinkriege. Wir gucken mal. Zack. Sortieren. Und jetzt noch Plastik rein und dann ist schon voll. Bauen wir direkt noch eine. So, dann machen wir das anders. Dann mache ich Plastik hier nämlich raus und schmeiße das hier noch komplett mit rein. Hier haben wir noch Blätter. Hier haben wir noch mehr Blätter. Die habe ich doppelt drin. Das brauchen wir natürlich nicht. So, Blätter hier rüber. Und dann passt das. So, und dann können wir hier die ganzen Metallsachen reinpacken, die wir übrig haben. Schrott, Steine, Glas können da eigentlich auch drin bleiben. Die Federn hätte ich gerne woanders. Da ist eine kleine Insel, die steuern wir direkt an. Könnte auch eine große sein, ne? Ne, ist eine kleine, glaube ich nur. Gucken, ob wir da ohne Motor hinkommen. Das sagt der Wimpel. Doch, müsste klappen. So, was haben wir hier noch? Planken, explosives Pulver. Ja, sieht gut aus. Wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs. So, und wie ihr seht, rohstofftechnisch sind wir echt gut aufgestellt mittlerweile. Das passt. Sehr gut. So, dann schmeiße ich jetzt hier noch die Federn rein. Und hier würde ich, glaube ich, alles genauso lassen erstmal. Doch, da kann ich mitleben. Wobei, den Sprit brauche ich hier unten auch nicht. Den können wir oben irgendwo einlagern. Den würde ich jetzt auch erstmal hier mit reinpacken. Explosiver Schleim. Explosives Pulver muss nach unten. Das brauchen wir hier oben nicht. Ein paar Planken rein. Jetzt hat die Maschine aufgehört. Jetzt sind die Batterien voll. Okay, dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen was durchtauschen hier. Also hier kann auf jeden Fall eine drauf. Und die hier würde ich dann noch mal austauschen wollen. Ist nämlich schon wieder fast leer. Bombennummer. Machen wir so rum. Zack. Und jetzt noch mal ein Stück nach rechts rüber. So, und dann brauchen wir hier auch noch Batterien. Ja, guck mal, die beiden sind nämlich fast leer. Füllen wir die auch noch mal schnell auf. So, dann haben wir hier noch eine Batterie. Da ist jetzt eine drauf, da ist eine drauf. Und da sind, ja okay, die zwei zählen ja nicht. Dann haben wir aber batterietechnisch jetzt erstmal alles aufgestellt. Das finde ich schon mal super. So. Da oben drauf gibt es auf jeden Fall irgendwas. Jetzt nur die Frage, wie landen wir hier am besten an? Und was brauche ich von der Insel überhaupt? Okay, hier läuft richtig gut. Versuchen einmal komplett drumherum zu fahren, dass wir von der anderen Seite vielleicht kommen. Riff ist auch nicht auf dieser Seite, ist auch auf der anderen. Und dann ziehen wir da mal einmal kurz rauf. Da ist das Riff. Ah ja, okay, wir sind jetzt komplett gegen den Wind unterwegs. Ach, weißt du, was wir machen? Zack, Anker raus, fertig. Reicht mir. So, dann kommst du jetzt erstmal wieder weg. Und dann gehen wir jetzt mal hier im Schnelldurchlauf auf die Insel. Gucken, ob wir hier irgendwie drauf kommen. Hier wollte ich eigentlich hin, aber der Wind hat uns jetzt nicht getrieben. Ich hatte jetzt keine Lust, den Motor noch anzumachen. So, machen wir einmal im Schnelldurchlauf. Ich nehme mal wieder alles mit. Blumen, Gemüse, Obst, alles, was wir so finden können. Platz habe ich genug. Da ist nichts weiter.
Okay. So, nehmen wir das noch mit. Und das auch. So, ich glaube, dann haben wir alles, was wir hier einsammeln konnten. Schwarze Blumen, die will ich auf jeden Fall haben, weil so wie ich das aktuell sehe, ist das wirklich das Einzige, was wir vernünftig verarbeiten können drüben. Was schmeiße ich dafür raus? Blaue Blumen will ich nicht haben oder muss ich nicht haben, aber schwarze auf jeden Fall bitte. So, da vorne ist noch eine Kiste, da wird wahrscheinlich auch einiges rausfliegen. Noch mehr schwarze Blumen. Planken und Schrott. Schmeiße ich dafür die weißen Blumen raus? Wobei die Blumen an sich kann ich eigentlich rausschmeißen. Die brauche ich nicht. Ich brauche ja nur die Samen, ne? Schrott, Planke. Und damit haben wir alles, oder? Insel leer. Da haben wir ein bisschen Riff. Und da haben wir ein bisschen Riff. Und da ist der Hai. Schrott haben wir genug, Steine haben wir genug. Da unten ist noch eine Höhle, glaube ich. Oder sieht das nur so aus? Ne, es sieht, glaube ich, nur so aus. Ne, sieht's nicht. Kommen wir aber nur von der anderen Seite rein. Da war er, Drecksack. Hier geht's rein. Okay, hier gibt's zwei Metalle, nehme ich mit. Und sonst haben wir hier jetzt erstmal nichts, wo ich sagen würde, das brauchen wir unbedingt. Noch mal so eine Art Höhle. Ja, ja, ist ja gut. So. Ne, keine Metalle zu sehen. Da unten wäre noch Kupfer. Haben wir aber auch so viel von mittlerweile. Machen wir dich auch. Wo ist mein Floß geblieben? Da hinten. So, komm her, mein Großer. Sehr cool. So, sorry für den Bauwurf. So, machen wir erstmal hier leer. Das war nicht ganz so erfolgreich. Schmeißen wir hier die Obstsamen rein, die wir haben, und oben die anderen Samen. Und dann gehen wir den Hai gerade noch platt machen, dass ich ein bisschen was zu essen habe. Der müsste jetzt auch nur noch ein paar Hits brauchen, dann sollte der durch sein. Gelbe Samen hatten wir noch nicht. Und dann können wir noch ein bisschen was in die Essenskiste werfen. Zack, und damit sind wir schon wieder leer. Sehr schön. So, wo bist du denn? Da. Komm ran hier. Mal kurz gucken, ob es hier vorne vielleicht noch irgendwo Eisen gibt, was man auf die Schnelle sieht. Aber sieht nicht danach aus. Da ist er. Nehmen wir alles mit. Und ich nehme jetzt auch den Kopf mit, weil wir jetzt rausgefunden haben, dass wir die Köpfe auch hier in den in die Biotreibstoffproduktion mit einbringen können. Perfekt. Dementsprechend würde ich die Köpfe, glaube ich, auch alle oben einlagern wollen. Trophäen ist nicht so meins, habt ihr vielleicht schon mitbekommen.
So, dann machen wir hier einmal auf. Einen Tisch. Der Wind treibt uns ein bisschen weg, das ist schon mal schön. Richten wir uns gleich nochmal neu aus. Wie sieht es hier aus? Können wir doch schon wieder einen Kopf reinwerfen oder sogar zwei. Zack, und schon wieder voll das Ding. Und ein, zwei Honig können wir auch direkt reinpacken. So ist auch voll, sehr schön. Also einmal rum. Und dann richten wir uns wieder aus. Und dann fangen wir jetzt mal. Das reicht schon. Zack, perfekt. Wind geht auch in die richtige Richtung mit. Und ab die Post. Ein paar Planken raus. So, und hier möchte ich jetzt mal kurz was ausprobieren. Kriege ich die Tür zu? Nee, ne? So, jetzt hat es aufgehört zu summen. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und die beiden einlagere und jetzt nur die schwarzen da reinpacke, gucken, ob das funktioniert. Achso, ich kann einfach durch die Tür durch. Das ist natürlich interessant. Nein, jetzt habe ich alle geerntet. Na, ist egal. Und Wasser brauche ich natürlich noch. So, dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt ein bisschen mehr Summerei haben. Das würde mich sehr, sehr stark interessieren. Ach, so bitte. Jo. Ob es jetzt mehr ist, weiß ich nicht, aber es scheint tatsächlich so zu sein. Ich habe am Anfang gedacht, es liegt tatsächlich nur an den schwarzen Blumen. Jetzt habe ich eher das Gefühl, es liegt wirklich an der Menge. Das heißt, ich würde das Ding auch noch mal ein bisschen größer bauen wollen. Die Batterien sind fertig. Haben wir noch irgendwo eine, wo wir was draufpacken können? Ja, die Blumen lagere ich jetzt auch ein, weg damit. Und hier kommen die ganzen Köpfe rein, die werden ja dann mit der Zeit auch verschwinden. Noch ein Kopf. Super. So, essenstechnisch können wir noch was loswerden. Der Honig kommt auch erstmal hier rein. Und jetzt haben wir noch eine Batterie, die da drauf kann. Können wir mal gerade gucken, ob wir hier noch was Schönes basteln können. Wir hatten doch jetzt Erdbeeren, ne? Dann können wir jetzt Erdbeer-Colada machen. Zwei Kokos, eine Ananas und die Erdbeeren. Könnten wir theoretisch 9 Stück. Den würde ich schon ganz gerne behalten. Und so. Also, wie war das jetzt? Zwei Kokos, eine Erdbeere, eine Ananas, Attacke. Eine Ananas, eine Erdbeere, zwei Kokos. Ballern wir die jetzt mal alle durch und machen uns mal einen Erdbeer-Colada. Dann sollten wir jetzt auch in der Lage sein, den Silber-Smoothie zu bauen. Das wären dann 4 Items. Einmal die Milch, dann die Bananen, dann das silberne Zeug und was war die letzte Zutat noch? Eine Mango. Dann bauen wir nämlich gleich noch einen Silber-Smoothie hinten dran. Ja, und hier können wir jetzt aktuell immer noch nicht weiter was anstellen, weil wir brauchen für alles irgendwie Fisch oder rote Beeren. Und das habe ich beides nicht. Ich habe jetzt auch gerade nicht so die Muße, angeln zu wollen. Müllwürfel haben wir gekriegt, das ist auch sehr schön. Lassen wir den jetzt mal durcharbeiten, dann machen wir es mal hell. Geht noch nicht. Okay, aber wir sind gut am Gang, würde ich sagen. Passt, gefällt mir. Kriegen Metallbarren ohne Ende. Könnte jetzt mal umschwenken auf ein bisschen Kupfer. Dass wir da auch noch was hinkriegen. So, jetzt dürfen wir aber pennen. Jawohl. So, Smoothie-Maschine ist durchgelaufen. Zack. Nochmal kochen. Und jetzt. Milch, Banane, Silberding und irgendwo hatte ich doch... Ach, da ist ja die Mango. Zack, noch eine Mango drauf. Schön. Gefällt mir. So, restliches Essen lagern wir jetzt ein. Das genügt mir.
Schmeckt wie ein entspannter Tag am Strand. Nehme ich gern. Ein Rochen. Schön. So, dann füllen wir hier nochmal aus. Dann war das heute eine sehr, wie soll ich sagen, floßlastige Runde. Wir haben trotzdem noch einen kleinen Ausflug auf eine Insel gemacht. Schon wieder keine Seile hier drin, ne? Warte mal, wofür brauchte man die Honigwaben nochmal? Hier für den Honig selber. Und Glas. Glas hatte ich doch auch noch irgendwo. So. Dann können die schon mal wieder raus. Der Honig kommt dann nach oben. Flanken können raus und dafür packe ich die Seile rein. Das ist die kleine Insel, wo wir wohl schon waren. Hier können wir noch ein paar Müllwürfel, 7 Stück, das ist auch schon mal super. Und diese Handelsmünzen müssen wir dann nachher auch mal gucken, was wir damit machen. Ja, und ansonsten die beiden Becher, die will ich eigentlich loswerden, die brauche ich nicht mehr. Dafür kommt das rein. Honig kommt nach oben. So. Ich glaube, die beiden Becher schmeiße ich mal hier rein. Die brauche ich nämlich jetzt aktuell überhaupt gar nicht. Hier ist das explosive Pulver und die Titanbarren. Wo packe ich euch rein? Vielleicht hier zum Metall, ne? Das passt, glaube ich, ganz gut. Hier haben wir noch... Achso, das ist ja die Mixkiste. Da ist auch etwas übrig. Schmeißen wir die beiden rüber und nehmen dafür mal die Titanbarren hier mit rein, dass wir da auch mal einen Überblick haben. Sehr cool. So, Müllwürfel laufen soweit. Ich könnte mir jetzt nochmal eine neue Rüstung zusammenschrauben. Wir kommen überhaupt nicht voran, habe ich den Eindruck. Super langsam. Wie weit ist denn das zum Ziel? 1200 Meter. Ich würde super gern jetzt erstmal nochmal eine große Insel abarbeiten, bevor wir jetzt hier die Quests weitermachen, beziehungsweise die Story. Ich weiß, das ist dann der Anfang von dem nächsten Chapter. Alles Neuland, kennen wir alles noch nicht. Aber ja, wir müssen wirklich mal hingehen und jetzt zusehen, dass wir auch noch mal so ein paar Ressourcen aufgefüllt bekommen. Weil, ja, ich möchte das Floß natürlich auch noch mal ein bisschen ausbauen. Ne? Ist kein Samen für mich gegeben. So. Zack, zack. Zack, zack. War das auch wieder am Gang. Hier könnte ich nochmal Planken platzieren. Dann haben wir das auch schon mal auf Vorrat. Und ich weiß schon wieder überhaupt nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Fällt mir mal gerade so auf. Das war die Holzkiste. Da geht nichts mehr. Machen wir nochmal Seile. Schmeißen hier noch ein Stack Holz rüber. Oh, jetzt nimmt er die aus der Kiste, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Machen wir so. Und Seile auch voll. Hier kann das Plastik noch rein und hier kann das Metallzeug noch rein. Sehr gut. Vorne ist schon wieder ein Floß. Ich weiß nicht, das Lootzeug vom Floß reizt mich jetzt auch nicht so, dass ich da immer Umwege für fahren will. Aber wir brauchen ein neues Trinkglas. Das kann ich gerade nochmal herstellen. Wo war das drin? Hier. Zack. Und was zu essen brauchen wir. Machen wir noch einen von denen, oder? Ach, wie ist jetzt mein Eimer weg? Heißt das, ich muss dann jedes Mal einen neuen Eimer basteln, wenn ich das mache? Was kostet der Eimer nochmal? Da ist er. Hält sich ja in Grenzen vom Preis her, aber trotzdem. Cool ist was anderes. So, den rüber. Und dann brauchten wir eine Mango, das Silberdingen, eine Banane und einmal die Ziege, bitte. So, zack. Zack, zack. Und zack und los. Dann wollen wir noch mal ein bisschen die Schere durcharbeiten lassen. Warum lasst ihr schon wieder die Rübe hängen? Könnt ihr doch nicht machen.
Oh, Schere ist kaputt. Haben wir schon. Hier ist noch einer. Perfekt. Und immer noch keine großen Inseln zu sehen, ne? Ne, nix. Zwei Flöße. Zweimal Floß. So, jetzt haben wir schon 19 Wolle. Wie sieht es mit Rüstung aus? Ich bräuchte jetzt nochmal so eine Lederweste und Lederbeinschützer. Und dann können wir, was brauche ich denn für alles zusammen? 3, 7, 9. Das heißt, ich würde 3 Wolle jetzt mal da oben reinballern, weil die brauchen wir jetzt gerade schlicht und ergreifend nicht. Dass die hier für uns noch ein paar Würfel produzieren. Das kann alles bleiben. Sprit haben wir auch noch genug. Oh Leute, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem ganzen Zeug anstellen soll. Wir haben so viel Matz, ich weiß nicht, wohin damit. Aktuell können wir ohne Titan leider überhaupt nichts bauen. Und das ist der Grund, warum ich sage, ich will auf die großen Inseln. Weil ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir da ein bisschen Titan auftreiben können. Ach, guck mal, wir haben sogar Erdbeersamen bekommen, ne? Pass auf, dann machen wir das mal folgendermaßen. Dann hat er die jetzt direkt schon da reingeballert? So, mit Salzwasser konnte ich die nicht nehmen. Muss Frisches haben. Hat er da jetzt die Erdbeersamen reingeballert oder was hat er da reingemacht? Sieht fast so aus. Na gut, werden wir mal sehen, wenn es rausgewachsen ist. Kann ich jetzt gerade eh nicht ändern. Was ist denn das für ein Geräusch die ganze Zeit? Ach, das ist der Recycler hier oben, der die Müllwürfel baut. Der macht hier so einen Lärm. Okay. Wir sind jetzt noch 800 Meter entfernt knapp. Ich würde sagen, weil wir haben ja jetzt heute schon wieder gut lang gemacht, wir haben ein bisschen was geschafft. Nicht ganz so viel, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich hier noch ein paar Umbaumaßnahmen vornehmen. Aber da sind wir jetzt nicht zu gekommen. Dadurch, dass ich hier so viel am Rumwurscheln war, musste aber halt auch mal sein. Wir waren ja jetzt schon länger nicht mehr einfach nur auf dem Floß. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich nochmal hingehe und das nächste Zielgebiet umschiffe. Und wir zusehen, dass ich eine große Insel kriege. Man konnte doch auch hier waren noch Inseln eingezeichnet, ne? Aber tausende von Metern jedes Mal. Also die Insel ist nicht eingezeichnet, die da vorne eben irgendwo war. Kurz mal hier nochmal reingucken. Ach, guck mal, da läuft der König schon raus. Sehr schön. Ne, es ist nichts eingezeichnet. Nichts zu sehen. Ja, ich werde mir das überlegen. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen weiterschippern. Und wenn ich eine große Insel unterwegs sehe, werde ich... Das ist nur eine kleine, ne? Ja, das ist nur eine kleine. Dann werde ich da anhalten. Und ansonsten überlege ich mir, bis wir am Ziel angekommen sind, ob wir dann jetzt doch erstmal noch mit der Story weitermachen oder ob ich nochmal einen kleinen Umweg mache und wir eine große Insel nochmal suchen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir jetzt mal eine finden. Deswegen bin ich auch auf diesen einfachen Segelmodus umgestiegen. Aber wie ihr seht, keine Chance. Ist nicht gewünscht, dass wir sowas finden, habe ich den Eindruck. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, ist wie es ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier zur nächsten Folge wieder. Entweder die nächste Missionsinsel namens Varuna Point, oder wir sehen uns auf einer großen Insel wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.